Wasser ist essentiell für unser Leben, steht uns aber leider nicht unbegrenzt zur Verfügung. Wir brauchen eine ganze Menge Wasser für die Industrie, im Haushalt, für die Produktion von Nahrungsmitteln. Und wenn ich euch frage, wofür ihr heute schon Wasser verwendet habt, dann bekomme ich wahrscheinlich von allen eine ähnliche Antwort. Und zwar sagt ihr mir, ich habe heute schon geduscht, ich habe die Toilettenspülung mehrfach betätigt, die Hände gewaschen, gekocht, Geschirr gespült, im Haushalt Wasser verwendet, Wäsche gewaschen, Wasser getrunken natürlich auch und vielleicht auch die Blumen im Garten gewässert oder die Balkonpflanzen. Und das ist eine ganze Menge Wasser, die wir täglich pro Person im Haushalt benötigen. Das ist in Summe, macht das 122 Liter pro Tag aus. Und darin enthalten sind aber noch nicht die sogenannten virtuellen Wassermengen, die wir für die Produktion von Nahrungsmitteln oder für die Herstellung von Kleidung benötigen. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Wer hat heute schon eine Tasse Kaffee getrunken? Also ich würde sagen, das ist eine ganze Menge. Ich habe natürlich auch schon heute Kaffee getrunken. Und für die Herstellung einer Tasse Kaffee benötigt man im Durchschnitt 140 Liter Wasser. Das ist eine ganze Menge. Beispielsweise für die Herstellung einer Jeanshose benötigt man 8000 Liter Wasser. Und wenn wir das global betrachten, mal im Kontext der Weltbevölkerung uns anschauen, dann sehen wir hier 7,9 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde und die Bevölkerung wächst weiter. Das heißt, wir brauchen immer mehr Wasser für die Zwecke, für die wir es benötigen. Das wird zwangsläufig irgendwann mal zu einer Wasserknappheit führen. Möglicherweise haben wir diese auch schon. Wenn wir uns das globale Wasserdargebot mal anschauen, dann verteilt sich das wie folgt: 97,5% ist es Salzwasser und folglich 2,5% Süßwasser. Und wenn wir uns die Menge Süßwasser mal anschauen, die wir vornehmlich nutzen, dann kann man ganz klar sagen, dass ungefähr 70% erstmal gar nicht nutzbar sind, weil sie beispielsweise in Gletschern gebunden sind. Und das, was wir nutzen, das Grundwasser oder das Oberflächenwasser, diese kleine Menge, die gut 30% ausmacht, müssen sich folglich immer mehr Menschen teilen. Das ist die Situation, die uns aktuell beschäftigt. Und dann kommt noch der Klimawandel dazu. Wir haben Dürreperioden zu überbrücken, immer mehr weltweit. Wir müssen Felder bewässern, damit wir auch die Flächenproduktivität aufrechterhalten können. Das ist in jedem Fall essentiell und wird uns weiterhin mit Wasserknappheit beschäftigen. Ihr kennt Bilder aus Kalifornien, aus China, aus Indien. Das ist alles ganz weit weg. Jetzt geht man davon aus, dass in Deutschland eine solche Situation gar nicht eintrifft. Allgemein kann man aber schon sagen, die Hälfte ungefähr der Weltbevölkerung ist temporär von Wassermangel betroffen. Und wir gehen davon aus, dass in Deutschland sowas noch recht fern ist, dass so etwas nicht eintreten wird. Aber im letzten Jahr gab es eine Situation, wo kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn gelaufen ist. Und das war in einer Gemeinde in Niedersachsen. Da war es tatsächlich so der Fall, 4000 Menschen waren davon betroffen. Die Feuerwehr hat Löschwasser bereitgestellt, um es dann den Bürgern anzubieten, um die Toilette damit zu spülen. Trinkwasser musste aber im Supermarkt gekauft werden. Gehen wir mal ein Jahr weiter zurück, 2019. Vielleicht erinnert ihr euch an die Beiträge, die deutschlandweit durch die Medien gingen. Und zwar hieß es, die Bürger sollen die Bäume gießen. Das war aus Weinheim. Dann ein Beitrag aus Berlin. Die Bürger sollen die Bäume gießen. Aber auch im Ruhrgebiet wurden die Bürger aufgefordert, die Bäume an den Straßen selbst zu gießen. Ungefähr zeitgleich gab es dann den Beitrag aus Hessen. Da war das Trinkwasser schon knapp. Und einen Monat später titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Stadtbäume doch bitte nicht mit Trinkwasser zu gießen, denn Trinkwasser sei ein Lebensmittel und für die Bewässerung zu schade, insbesondere in Zeiten der Dürre. Das Bewässern ist zwar nötig, muss aber letzten Endes anders geschehen, als es bisher der Fall ist. Und das heißt nichts anderes, als dass wir neue Strategien brauchen, um alternative Wasserquellen zu erschließen und um die Wasserversorgung sicherzustellen. Was kann man da machen? Welche Konzepte gibt es? Was macht ihr vielleicht auch schon zu Hause?
Bestimmt hat der eine oder die andere von euch eine Regentonne im Garten oder eine Zisterne und ihr sammelt das Regenwasser, setzt es dann im Garten ein. Jetzt ist es nur mit dem Regenwasser so, wir wissen nicht, wann es regnet, wie viel es regnet. Es ist an sich eine sehr unsichere Wasserquelle. Und in diesem Jahr hat es ja sehr viel geregnet. Wahrscheinlich konntet ihr das Wasser gar nicht speichern, so viel hat es geregnet. Im letzten Jahr sah es genau andersrum aus. Da hat es wenig geregnet und man konnte kaum diese langen Dürreperioden damit überbrücken. Also wir brauchen weitere Quellen, weitere Wasserquellen, mit denen wir täglich kalkulieren können. Was kann das sein? Vielleicht ist es das, Abwasser, vielleicht nicht in der Qualität, aber so sieht es eigentlich schon viel besser aus. Das Besondere am Abwasser ist, wir können damit sehr gut kalkulieren. Man weiß, was in einer Kläranlage behandelt wird. Und das Wasser lässt sich nach dem Prinzip Fit for Purpose aufbereiten. Also man kann es für den jeweiligen Einsatzzweck entsprechend aufbereiten. Denn wir leisten uns in Deutschland den Luxus, dass wir für alle Zwecke, für die wir es nutzen, eigentlich Trinkwasser verwenden. Und das ist an sich überhaupt nicht notwendig. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus den USA. Dort werden häufig Grünflächen oder Rasenflächen mit Reuse-Wasser bewässert. Es hat sogar einen Vorteil, wenn wir uns das anschauen, das Prinzip Fit for Purpose hier wieder mit einbeziehen, dann können Nährstoffe im Wasser verbleiben, wie beispielsweise Stickstoff oder Phosphor, sodass man gleichzeitig noch einen Düngeeffekt hat, also noch weitere positive Effekte, die damit einhergehen. Ich brauche auch kein Trinkwasser, um die Toilette zu spülen. Ich will das Wasser ja nicht trinken, sondern ich produziere direkt mit meinem Wasser Abwasser. Von daher reicht dort auch eine niedrigere Wasserqualität. Technisch ist es natürlich möglich, aus Abwasser Trinkwasser herzustellen. Das macht beispielsweise Singapur. Da wird Trinkwasser hergestellt. Singapur ist Vorreiter in diesem Bereich. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Wasserstresses einer Region und auch der Kosten. Das muss natürlich in Relation zueinander stehen und dementsprechend muss man das mit betrachten. Wenn man natürlich Wasser herstellen kann, Trinkwasser produzieren kann aus Abwasser, dann kann man natürlich auch Bier brauen. Dieses Bier wurde uns vor 2 Jahren, 2019 war die letzte International Water Reuse Konferenz in Berlin. Dort wurde das Bier abends angeboten, gebraut aus Berliner Abwasser. Und ich kann euch sagen, es ist eine Kopfsache, wenn man eine solche Flasche in der Hand hält, aber es hat geschmeckt und ich stehe auch heute hier, von daher, also man konnte es sehr gut trinken. Jetzt muss man sich nur eine Frage stellen, wenn wir über Reuse Water, über die Implementierung reden, müssen wir uns eine wichtige Frage stellen, und zwar, wie kommt dieses Wasser denn überhaupt zum Nutzer? Und bei dem Bier oder bei dem Wasser ist es einfach zu beantworten. Ich könnte es im Supermarkt anbieten und dort kaufen. Aber wenn ich jetzt über die Bewässerung nachdenke oder über die Toilettenspülung, dann braucht man infrastrukturelle Lösungen. Und da möchte ich euch ein Beispiel aus Kalifornien zeigen. Die Stadt Irvine, die wurde in den 60er Jahren geplant und hat gleichzeitig, also es ist eine Stadt, die auf dem Reisbett geplant wurde, sie hat gleichzeitig ein Reuse-Leitungsnetz neben der Trinkwasserversorgung mit eingeplant. Das ist natürlich eine super Lösung, um dann auch Grünflächen zu bewässern. 90% aller Grünflächen werden in Irvine damit bewässert. Also die Stadt ist sehr grün und die sogenannten Purple Pipes sind dieses Reuse-Leitungsnetz. In Deutschland lässt sich dieses Konzept nicht so einfach übertragen, weil wir planen selten nur noch auf der grünen Wiese aufgrund von Nachverdichtungstendenzen, 30 Hektar Ziel. Von daher ist eine Bestandslösung, Planung im Bestand, da nicht so ganz einfach. Aber auch da gibt es Ansätze, über die man nachdenken kann. Auch ein Beispiel aus Kalifornien. San Diego hat Zapfstellen eingerichtet. Da können sich die Bürger das Wasser, das Reuse-Wasser, wie an einer Tankstelle holen und mit nach Hause nehmen und dann den Garten bewässern. Das wären Lösungen, die auch für Deutschland denkbar wären. Auch in Santa Barbara hat man das gemacht. Eine Karte, die hier die verschiedenen Standorte zeigt, wo man sich das Wasser dann holen kann. Also auch eine denkbare Lösung für Deutschland. Bei der Recherche bin ich auf einen interessanten Beitrag der Stadt Stuttgart gestoßen.
Und zwar hat Stuttgart 2020, also letztes Jahr, neue Gießfahrzeuge angeschafft, um die Stadtbäume zu bewässern. In Stuttgart werden 10.000 Bäume bewässert, dafür braucht man 90.000 Liter Wasser. So, und da kann man sich natürlich fragen, warum nutzt man jetzt nicht dieses Wasser, um entsprechend dann die Bäume zu gießen und dann eine solche Lösung herbeizuführen. Man kann, wenn man diese Zapfstellen auch hätte, kann man die Wege noch verkürzen. Ein weiteres Beispiel, was ich zeigen möchte, ist ein kleiner Reuse im Haus, was man als Lösung für zu Hause andenken kann. Das ist ein Beispiel aus Japan, einer Ferienwohnung, die ich vor Jahren mal besucht habe. Das fand ich ganz interessant. Man wäscht sich die Hände, das Wasser läuft direkt in den Spülkasten und dann spült man die Toilette damit. Da braucht man wenig Platz. Es ist relativ kostengünstig, also eine Möglichkeit, die man auch direkt zu Hause implementieren könnte. Noch einfacher geht es, wenn man beispielsweise das Wasser, mit dem man den Salat gewaschen hat, dann nutzt, nicht weggießt, sondern in die Regentonne gießt oder in die Gießkanne und dann direkt wieder einbringt in den Garten oder im auf dem Balkon. Eine Lösung, mit der kann jeder morgen schon starten sozusagen. Gehen wir aber nochmal auf den größeren Maßstab, weil das sind natürlich kleine Mengen, die wir einsparen können persönlich. Wenn wir uns die Stadt Stuttgart mal anschauen mit ungefähr 608.000 Einwohnern und wenn wir jetzt die 122 Liter Wasser, die wir im Haushalt verbrauchen, mal anschauen, dann kommen wir auf eine Abwassermenge von über 74 Millionen Liter pro Tag, die anfallen. Mit denen könnten wir kalkulieren. Und das setzen wir mal in Relation zu den 90.000 Litern, die wir für die 10.000 Bäume benötigen. Dann macht das 0,12% nur aus. Das heißt, wir haben weiterhin noch 99,88% zur Verfügung. Also wir könnten noch wesentlich mehr damit machen. Beispielsweise das Spielfeld des VfB Stuttgart damit bewässern. Da bleiben immer noch recht große Mengen übrig, 99,86%. Also wir können das Spiel jetzt weiterspielen und überlegen, wie sich das entwickelt, wenn wir weitere Flächen bewässern, privat, öffentlich. Und von daher mein Appell an die Städte, richtet Zapfstellen ein, bewässert eure Grünflächen mit Reuse-Wasser, denn es macht die Städte grüner, sowohl horizontal als auch vertikal. Und richtet die Zapfstellen ein für die Bürger. Und mein Appell an euch Bürger, wenn es euch eines Tages mal angeboten wird, was ich hoffe, dann habt keine Angst davor, es zu nutzen, holt es euch. Es ist nicht schlimm, damit in Verbindung gebracht zu werden, wenn man das Wasser möglicherweise auch irgendwann mal trinkt. Und es hat entsprechend die Qualität fit for purpose. Vielen Dank.